Ja, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr seht schon, ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir sitzen und ich freue mich total. Christian Blank, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Ich habe schon mal Videos mit ihm gemacht, vor 2 Jahren, Christian. Ungefähr, ja. Und ich bin unglaublich froh, dass er heute wieder da ist, weil wir waren auch letzte Woche zusammen in Plus Minus. Da ging es um Schlaf- und Schadstoffbelastung. Genau. Ja, und es gibt ja so viel Neues eigentlich und es ist ein Thema, das immer noch nicht wirklich angekommen ist, was du da so alles draußen machst. Du bist nämlich baubiologischer Messtechniker. Ich Genau. sage zu meinen Patienten immer, das ist mein Baubiologe. Ist das auch richtig? Ja, das ist korrekt. Baubiologe ist der Überbegriff. Baubiologische Messtechniker sind dann diejenigen, die hinausgehen und Messungen machen, die einfach Auffälligkeiten physikalischer, chemischer, mikrobiologischer Art, ja, quantifizieren, qualifizieren, gucken, was ist denn da in solchen Häusern, in solchen Schlafzimmern und dann einfach Empfehlungen aussprechen, was getan werden kann, um so etwas zu verbessern. Das machen baubiologische Messtechniker. Hat immer was mit Messen zu tun. Alles klar, also nicht Wünschelrute und so und Nein. Pendel, sondern messen. Also ich weiß Genau. das ja, weil Christian, der begleitet uns jetzt schon seit 10 Jahren und misst immer, wenn wir umgezogen sind. Und ich habe auch das letzte Mal, als wir dann hoffentlich zum letzten Mal umgezogen sind, hast du unser kleines Häuschen wirklich auf Elektrostrahlung und alles Mögliche und Schadstoffe Genau. untersucht. Und ich glaube, wir haben jetzt ein ganz, ganz, ganz gutes Zuhause. Zumindest schlafen wir total gut und sind auch einfach unheimlich dankbar. Aber ich will euch jetzt nicht meine Geschichte erzählen, sondern ich möchte eigentlich mal mit Christian heute nochmal über das Thema Schlaf sprechen. Und zwar Schlaf deswegen, weil es ist ja riesige Katastrophe, was da in den letzten, sag mal, wie viele Jahren passiert ist? Ja, also laut dem DRK-Bericht. DRK-Gesundheitsreport von Anfang 2017 haben die Schlafstörungen oder hat die Verbreitung der Schlafstörungen bei deutschen Arbeitnehmern zwischen 2010 und 2016 oder 17 um rund 80%, glaube ich, zugenommen. Es ist einfach unglaublich. Und Christian hat mir genau das zugemailt und hat dann auch gesagt, schau dir das mal an. Und dann sage ich, ja, und wie kommt das denn? Wie kann das denn passieren? Ja, und deine Antwort war eine ganz klare. Was ist in diesen letzten Jahren denn vermehrt in unseren Haushalten oder wo auch immer, vielleicht auch in unsere Schlafzimmer eingedrungen? Was war's? Das ist meiner Meinung nach eindeutig auf die Nutzung der Smartphones und vor allem das Nicht-Ausschalten der Smartphones in der Schlafphase zurückzuführen. Denn das ist der einzige Faktor, der sich in diesen Jahren so massiv verändert hat. Die Strahlungsbelastung in der Nacht in allernächster Körpernähe durch ein dauerfunkendes, dauersendendes Gerät. Wir müssen wissen, dass das mit den Handys früher ein bisschen anders war. Der Siegeszug der Smartphones hat erst rund 2007 begonnen mit dem ersten iPhone. Vorher gab es zwar schon internetfähige Geräte, aber die waren von der Handhabung einfach so sperrig, so benutzerunfreundlich, dass wir da nicht wirklich von mobiler Internetnutzung sprechen konnten. Ab 2010 wurden dann die LTE-Netze ausgebaut und siehe da, mit der Geschwindigkeit und der Nutzerfreundlichkeit der Geräte, wurden dann die Handys abgelöst durch die Smartphones. Bei den Handys war es früher so, selbst wenn man die eingeschaltet neben dem Schlaftisch, neben dem Bett, also auf dem Nachttisch, positioniert hat, war es so, dass sie eben nur alle rund 15 bis 60 Minuten sich kurz mal beim nächsten Sendemasten gemeldet haben und gesagt haben, hallo, ich bin noch da, falls jemand anruft, ich höre noch zu und schlafe nicht. Bei den Smartphones ist es völlig anders. Die Smartphones sind online, sie sind dauernd online, haben sehr viele installierte Apps, die dauernd kommunizieren mit dem Internet, die kurze Informationsschnipsel hochladen, runterladen, gewisse Updates, gewisse Push-Nachrichten. Und es ist also bei den Smartphones so, dass wir alle ja, 30 bis 60 Sekunden, vielleicht mal alle ein, zwei Minuten und Pause haben und dann sofort wieder eine Sendeaktivität haben. Also das ist eine dauernde ja,
Belastung, wenn man so will, der Schlafqualität durch diese dauernden Funkaktivitäten des Smartphones. Absolut Verrückte ist ja, ich habe mir dann auch die anderen Folien angeschaut, da ist halt auch eine Folie dabei gewesen, dass die Verordnung von Schlafmitteln nicht nur bei den Erwachsenen extrem zugenommen haben soll, sondern auch bei Kindern. Und da habe ich einfach gedacht, das kann nicht sein. Ja. Wo sind wir hier? Hier wird einfach nur ein Symptom behandelt, aber es wird nicht nach der Ursache geschaut. Und wenn ich das jetzt von dir höre, also eigentlich kann ich schon, sogar ich als Medizinerin, eins und eins zusammenzählen, dass das damit was zu tun haben wird. Und dann muss man doch da hingehen und muss zumindest die Menschen informieren. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen euch nämlich sagen, was macht ihr am Schlafplatz mit euren Handys? Worauf müsst ihr achten? Was gibt es noch am Schlafplatz zu beachten? Ja, und wenn ihr dann noch viele Fragen habt, die schreibt ihr dann unten hin. Und wenn ihr dieses Thema gut findet, freue ich mich über den Daumen nach oben, wenn ihr das Video teilt. Und tut es, weil ich glaube, ganz viele Menschen wissen auch nicht, dass es so einen Beruf gibt wie deiner, dass man das tatsächlich messen kann. Wichtig für die Männer, die da sehr skeptisch dem gegenüberstehen, alles was mit Elektrosmog zu tun hat. Und zum anderen, dass wir wirklich auch wissen, was wir dann tun sollen, wenn wir einen belasteten Schlafplatz haben. Weil es bei mir immer so, die Patienten, die zu mir kommen, 80-90% schlafen total schlecht. Gut, also Nummer eins, was macht man bitte, Frau, Mann, egal, Kinder, nachts mit den Handys, mit den Smartphones? Es sind ja meistens gar keine Handys mehr, sondern es sind Smartphones. Was macht man damit ganz einfach und warum und was gibt es für eine Möglichkeit und eine Lösung für die, die sagen, ja, aber ich brauche das doch, um erreichbar zu sein oder wie auch immer. Also zunächst mal, das Smartphone ist Strahlenquelle Nummer eins in unserem Alltag. Das muss man wissen. Aufgrund der Körpernähe ist es einfach so, dass das die Strahlenquelle oder die Quelle Nummer eins für eine Belastung mit elektromagnetischen Strahlen ist. Was macht man nun damit? Das Smartphone ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, aber in der Nacht, in der Schlafphase, möchten wir regenerieren, sollen wir regenerieren. Das heißt, es sollte die Exposition so weit wie möglich minimiert werden. Dazu schaltet man abends, wenn man dann schläft oder einschlafen möchte, wenn man sich zur Ruhe begibt, am besten den Flugmodus ein und legt das Handy, das Smartphone, trotzdem noch, ich sage jetzt mal, 30, 40 cm entfernt vom Kopf, vom Körper, denn auch durch die Batterieströme, durch die Prozessoren, durch die ganzen Rechenabläufe, die dann dort nach wie vor geschehen, denn das sind ja kleine Computer, wird Strom verbraucht, es fließen Ströme und da entstehen Magnetfelder, sehr hochfrequente Magnetfelder, also auch im Flugmodus bitte nicht die ganze Nacht das Ding unter den Kopfkissen legen und das Kopfkissen legen, sondern einfach ein Stück weit weg. Aber Flugmodus. Diejenigen, die sagen, sie können nicht darauf verzichten, sie müssen nachts erreichbar sein. Ich denke da an Ärzte, die Bereitschaftsdienst sind zum Beispiel. Oder aber auch die Eltern, die Kinder haben, die gerade ganz frisch rausgehen nachts und ja, die müssen dann schon zu Hause anrufen können. Ja. Ich glaube, da kann man das einfach nicht, dass man sagt, ich schalte jetzt einfach mein Handy aus. Aber da hast du auch eine Lösung und die finde ich nämlich richtig gut. Es gibt für alles eine Lösung. Das ist ja das Schöne. Wir können immer reduzieren, wir können immer minimieren im individuell machbaren Rahmen und meistens sogar völlig umsonst, völlig kostenfrei, ohne irgendwelchen finanziellen Aufwand dort betreiben zu müssen. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich noch einen Festnetzanschluss habe, ein Festnetztelefon habe, dann eben eine Rufumleitung, eine Rufweiterleitung einzurichten von meiner Handynummer auf meine Festnetznummer. Und dann bin ich unter meiner Handynummer erreichbar, auch wenn das Handy aus- oder im Flugmodus ist. Das heißt, es ruft mich jemand auf der Handynummer an und es klingelt mein Festnetztelefon. Und das Ganze in den allermeisten Fällen heutzutage, denn wir haben ja alle Flatrates, umsonst. Das kostet nichts. Genau. Ja. Für diejenigen, die sagen, ich habe aber kein Festnetztelefon mehr, kann man trotzdem sagen, man kann die Strahlenbelastung deutlich reduzieren, indem man alle Funkdienste, aller dauerstrahlenden Funkdienste ausschaltet, wenn ich sie nicht benötige, zum Beispiel in der Nacht. Das heißt, das WLAN am Smartphone ausschalten, die mobilen Daten am Smartphone ausschalten, das Bluetooth, das NFC, das Bluetooth LE-Scanning, da gibt es also eine Vielzahl von verschiedenen Funkdiensten. Die hohe Standortgenauigkeit bei den Standorteinstellungen sollte reduziert werden auf nur Gerät oder auf nur GPS.
denn ansonsten wird WLAN, Bluetooth und die mobilen Daten verwendet zur Standortbestimmung, auch wenn ich WLAN und Bluetooth und die mobilen Daten ausgeschaltet habe. Ist also ein bisschen komplex, aber Faustformel, Faustregel, Flugmodus, wann immer möglich, falls notwendig, eine Rufunleitung einzurichten. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, alle Funkdienste, soweit möglich, WLAN, mobile Daten, Bluetooth etc. auszuschalten und das Handy, das Smartphone idealerweise dennoch nicht auf dem Nachttisch liegen zu haben und auch nicht dort aufzuladen, denn sonst haben wir niederfrequente Felder durch das Stromkabel, das einfach in den Nebenraum zu legen. Das, denke ich, sollte für jeden umsetzbar sein. Okay, das war Punkt Handy am Schlafplatz. Ja. Aber das ist ja nicht das Einzige am Schlafplatz, was zu beachten ist. Also es ist schon so, dass ich ganz viele Patienten einfach empfehle, sich bei sich eine Schlafplatzuntersuchung durchführen zu lassen, weil nachts sind wir einfach viel, viel verletzlicher, anfälliger für Dinge von außen, die uns nicht gut tun, als tagsüber, weil unser parasympathisches Nervensystem aktiv ist. Das heißt also, Körper zieht sich in sich zurück, um dort zu reparieren, zu regenerieren, zu recyceln und so weiter. Ist mit sich beschäftigt, hat also kein Schutzschild um sich. Tagsüber ist es ganz anders. Wenn wir in Bewegung sind, da ist es einfach so, dass wir allein durch unsere Aktivität und durch den Sympathikus, dass wir etwas geschützt sind gegen die Strahlung, sind wir nachts nicht. Deswegen empfehle ich kranken Menschen, Menschen, die auch ganz schlecht schlafen, weil wenn man ewig lange schlecht schläft, dann passiert es leider, dass man auch davon krank werden kann, ja, weil wir brauchen unseren Schlaf, dass sie dich zu sich kommen lassen und eine Schlafplatzuntersuchung durchführen lassen sollen. Was guckst du da noch, außer dass das Handy erstmal verbannt wird? Was gibt es denn dann noch so? Vielleicht mal die drei wesentlichsten Dinge, die man anschauen sollte, beziehungsweise die du dir dann anschaust. Und was kann man machen, wenn du was findest? Ich schaue immer nach allen Feldarten, die irgendwie mit Schlafstörungen in Verbindung stehen können oder generell auch mit anderen Erkrankungen oder Symptomen in Verbindung stehen können. Fünf gibt's insgesamt. Zählst du gerade auf? Fünf, die den Elektrosmog ausmachen. Ja. Das sind elektrische Wechselfelder, elektrische Gleichfelder, magnetische Wechselfelder, magnetische Gleichfelder und elektromagnetische Wellen, Funkwellen, wenn man so möchte. Diese fünf Bereiche. Ich schaue aber immer bei einer Schlafplatzuntersuchung auch nach der Radioaktivität, denn auch die kann einen Einfluss haben. Das ist tatsächlich, je nachdem, woraus das Haus erbaut ist, welche Baustoffe das sind, immer wieder mal ein Thema. Und dort kann man dann ebenfalls ein bisschen Abstand zu den Wänden zum Beispiel einhalten. Denn wie wir alle wissen, radioaktive Strahlung ist natürlich nicht gut für uns. Ja, da gibt es auch keine kontroverse Diskussion mehr bei den Wissenschaftlern. Ja. Und das schaue ich mir immer an. Also diese verschiedenen Teilbereiche. Und wenn es dort Auffälligkeiten gibt, stellt sich natürlich dann sofort die Frage, wo kommen diese Auffälligkeiten her? Was ist Feldquelle? Was ist Strahlungsquelle? Das kann so einfach sein wie eine Nachttischlampe. Und dann kann die Lösung so einfach sein wie Stecker ziehen oder per Funkzwischenschalter diese Spannungsversorgung für die Nachttischlampe einfach mit einer kleinen Fernbedienung zu unterbrechen. Nicht erschrecken, wenn ich sage Funk. Stecker. Das bedeutet nicht, dass wir dort dauernd Funkstrahlung haben, sondern wirklich nur, solange ich da aufs Knöpfchen drücke. Mhm. Das gleiche gilt übrigens für Funkwecker, die völlig harmlos und unkritisch sind. Ja, sie das empfangen sage ich nur. Auch immer den Leuten, das habe ich nämlich schon von dir gelernt, ja, dass die sagen, sie brauchen doch ihr iPhone eigentlich wegen der Uhr, weil sie immer drauf gucken wollen, wobei das geht auch, indem sie einen Flugmodus eingeschaltet Wunderbar. Haben, wäre überhaupt kein Problem. Ja. Aber der Funkwecker ist absolut harmlos und ist eine gute Alternative, wenn man sich dazu entscheiden kann, das Handy wirklich nach draußen zu verbannen. Genau. Also Strom, also Radioaktivität schaust du nach Strom, der nicht dorthin gehört. Genau, nach elektrischen Wechselfeldern, die aus der Spannung kommen oder von der Spannung herrühren. Da kann man als Sofortmaßnahme, da kann man nichts falsch machen, einfach mal Stecker ziehen, möglichst wenig elektrische Geräte oder Kabel, Verlängerungskabel, Steckdosenleisten im unter oder am Bett haben. Wenn man dann darüber hinaus, denn das reicht in den meisten Fällen leider nicht aus, es ist eine Verbesserung, aber es ist selten eine Verbesserung in den Bereich hinein, bei dem wir dann sagen würden, das ist top, das ist genau so, wie es der Körper oder der Organismus nachts am liebsten hätte.
man muss in den meisten Fällen noch einen Schritt weiter gehen. Man führt Messungen durch. Man schaut, wo kommt denn noch ein elektrisches Wechselfeld her? Das sind oftmals Kabel in den Wänden, das heißt die Elektroinstallation. Und das ist von Haus zu Haus verschieden. Es reicht manchmal aus, nur die Schlafraumsicherung auszumachen, nachts auszustellen oder das Ganze per Netzfreischalter automatisieren zu lassen. In vielen Fällen reicht das aber nicht aus, diese eine Schlafraumsicherung auszuschalten, sondern es müssen mehrere Sicherungen, mehrere Stromkreise sein, die nachts spannungsfrei geschaltet werden, damit wir an diesem Schlafplatz, an diesen 2 Quadratmetern, das Optimum erreichen. Das kann ich nur durch eine Messung feststellen und dann eben durch Ausprobieren. Welche Stromkreise haben einen Einfluss auf das Feld an diesem Schlafplatz? Das ist in jedem Haus, in jedem Zimmer des Hauses völlig verschieden. Ich kann mich noch erinnern, als du bei uns warst, musste ich mich aufs Bett legen und dann hast du mir was in die Hand gegeben und dann hat es irgendwie geleuchtet. Und ja, dann fandst du das überhaupt nicht so dolle. Und was hast du denn da gemessen? Das waren auch elektrische Wechselfelder, die sehr, sehr häufig auffällig sind, muss man sagen. Und die bei Reduktion... Haben wir jetzt nicht mehr alles, ne? Dass das klar ist. Ja. Nein, jetzt ist für euch wirklich Optimum. Und die bei einer Optimierung, bei einer wirklichen Minimierung, soweit es eben in diesem Fall möglich ist, auffallend häufig, überraschend häufig zu einer direkten Verbesserung von Schlafqualität oder einem Verschwinden von Schlafstörungen, selbst bei kleinen Kindern, Bettnässen und so weiter führen. Es ist also wirklich sehr, sehr, sehr frappierend, wie häufig man mit solchen einfachen Mitteln, wenn sie denn die richtigen Maßnahmen sind, die man nach einer Messung eben kennenlernt oder bei denen man eben weiß, nach der Messung die und die Stromkreise sind es, die ausgeschaltet werden sollen, wie häufig die zu einer massiven Verbesserung führen. Das überrascht mich selber immer wieder und freut mich dann immer wieder, wenn ich das positive Feedback von meinen Kunden höre. Lieber Herr Blank, ich schlafe jetzt wie ein Stein. Das ist das Schönste für mich. Was hältst du denn von Wasserbetten? Prinzipiell nicht verkehrt. Man muss bei Wasserbetten ein bisschen unterscheiden. Die brauchen ja eine Heizung, sonst wird es ziemlich schnell unkuschelig, vor allem im Winter. Diese Heizung kann man natürlich tagsüber einschalten, sodass man abends eben die gewünschte Wassertemperatur hat. Und nachts kann man dennoch Stecker ziehen oder durch eine Netzfreischaltung das Ganze eben insgesamt in dem Raum und in anderen Stromkreisen spannungsfrei gestalten. Aber das Wasser bleibt über Nacht erfahrungsgemäß warm. Das ist überhaupt kein Thema. Okay, also da muss man gucken, was ist mit höhenverstellbaren Betten? Die haben elektrisch. Die haben häufig einen Motor. Trafo. So ist es. Die haben einen Trafo. Der Trafo ist dann meistens im Bettbereich, denn der Motor, der muss ja irgendwo da sein, wo man die Winkel verstellen kann. Ja. A, steht das unter Spannung. Das heißt, die Zuleitung steht unter Spannung und macht massive elektrische Wechselfelder. Der Trafo selber macht aber auch noch zusätzlich meistens lokal sehr kräftige magnetische Wechselfelder, die seit 2002 von der Internationalen Krebsforschungsagentur der WHO als potenziell krebserregend eingestuft sind. Jetzt ganz spannend, jetzt fragt ihr euch, na und, Felder und so gibt es doch überall. Wie sieht's denn da jetzt eigentlich aus? Was sind denn eigentlich wirklich die natürlichen Felder? Weil das wird nämlich jetzt ganz spannend. Und dann kommen wir auch noch zum Thema der Matratze. Was ist denn das natürliche Feld für uns? Das natürliche magnetische Gleichfeld ist das Erdmagnetfeld. Ja? Das ist evolutionär gesehen die Basis für unsere Entwicklung. Unser Körper fühlt sich in einem völlig unveränderten Erdmagnetfeld einfach am wohlsten. Wir haben pro Gramm Hirnmasse rund 5 Millionen sogenannter Magnetitkristalle. Magnetit ist ein Eisenoxid, das eben ferromagnetisch ist, das eben also auf Magnetfeldveränderungen sehr stark reagiert. Diese Magnetitkristalle funktionieren, also führen bei Zugvögeln oder bei Lachsen und bei Walen und so weiter dazu, dass sie wissen, wo sie fliegen oder schwimmen müssen. Ja. Das ist uns natürlich abhanden gekommen, diese Fähigkeiten, oder zumindest in den meisten Fällen. Aber diese Magnetitkristalle sind nach wie vor in mannigfaltiger Anzahl, in einer riesengroßen Anzahl in uns. Wie gesagt, rund 5 Millionen Magnetitkristalle pro Gramm Hirnmasse, rund 100 Millionen Magnetitkristalle in der Hirnhaut. Unglaublich. Pro Gramm Hirnhaut. Das bedeutet also, wir haben eine Vielzahl von ganz, ganz feinen Kompassnadeln, die bis auf Zellebene hinunter
auf solche Feldveränderungen reagieren. Und das sollte möglichst ungestört sein. Einfach deswegen, weil unser Organismus eben nicht mit diesen anthropogenen, mit diesen menschengemachten Einflüssen aufgewachsen und entstanden ist, sondern er funktioniert trotz dieser Einflüsse, muss sie aber kompensieren. Wahnsinn, ja. Und diese Kompensationsleistung verlangt uns einiges ab und das ist vollkommen unnötig. Das sind vermeidbare Belastungen. Christian, muss ich jetzt raus auf den Waldboden oder auf den Rasen und da schlafen? Ist das das Beste? Oder? Zum Glück nichts. Auch wenn das ab und zu vielleicht mal gar nicht verkehrt wäre. Okay. Nein, man kann in 95% aller Fälle, rund 90-95% der Anomalien, der Auffälligkeiten in Räumen, an Daueraufenthaltsplätzen, an Schlafplätzen reduzieren. Man kann es also in den allermeisten Fällen praktisch komplett in den Griff bekommen. In den allermeisten Fällen. Und zwar mit pragmatischen Maßnahmen. Das heißt also ohne sich in Unkosten zu stürzen. Ganz im Gegenteil. Einmal Stecker ziehen hier, einmal Handy rauslegen da, einmal die richtigen Sicherungen ausschalten. Wissen, was ich meinem Körper in der Nacht zumute, wenn ich gewisse Dinge nutze und einfach eine informierte Entscheidung treffen, nach dem Motto, das brauche ich unbedingt, aber das ist auch okay, wenn es im Nebenraum ist und das brauche ich in der Nacht überhaupt nicht. Dementsprechend kann ich dann darauf verzichten. Und so reduziere ich die Belastung des Organismus um 90-95% mit wenigen Maßnahmen, indem ich einfach informierte Entscheidungen treffe. Diese informierten Entscheidungen kann ich treffen, wenn ich nach einer Messung weiß, was sind die Faktoren in meinem Schlafraum oder an meinem Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer meines Kindes und wo kommen diese Anomalien her, was sind die Verursacher, kriege ich sie ursächlich in den Griff oder muss ich möglicherweise durch physikalische Abschirmmaßnahmen dort das Ganze reduzieren. Aber ich habe für mich so eine Vorstellung, dass wir, wenn wir auf diesem Erdmagnetfeld liegen und dort schlafen, dass sich unser Körper ordnet, strukturiert, heilt und so weiter. Heißt es, man kann durch diese Maßnahmen wieder das Erdmagnetfeld aufbauen unter unserem Bett, in unserem Bett oder was bauen wir da auf oder ab oder was passiert da? Es ist so, dass das Erdmagnetfeld, wenn wir uns kurz darauf beziehen, überall draußen, egal ob auf dem Mount Everest oder irgendwo inmitten des Atlantischen Ozeans, völlig homogen ist. Das heißt, die Feldlinien verlaufen parallel zueinander. Ja. Jetzt haben wir in Innenräumen sehr viel Stahlelemente. Stahl ist eben, wenn es nicht gerade ein nicht magnetisierbarer Edelstahl ist, sondern ein gewöhnlicher Stahl, der ganz häufig eben verwendet wird, als Baustahl, Stahlträger, als Betonarmierungen in Geschossdecken, Betondecken, in Türzargen, in Heizkörpern, aber eben auch in Federkernmatratzen, Boxspringbetten, hat die Eigenschaft, dieses homogene Erdmagnetfeld kleinräumig sehr stark zu verändern. Und das kann man einfach feststellen, indem man eine Kompassnadel nimmt, dann mal draußen oder in einem unbelasteten Bereich schaut, wo ist denn hier Norden? Und dann geht man eben in diesen Raum hinein auf die Matratze und schiebt das mal ganz langsam über die Matratze. Und dann sieht man eben, dass diese Federkerne tatsächlich durch den Herstellungsprozess magnetisiert wurden und einen Nord- und einen Südpol haben. Die einen haben den Nordpol oben, die anderen haben den Südpol oben. Und dementsprechend ist es so, dass über Federkernmatratzen sich der Kompass ganz, ganz häufig dann um die eigene Achse dreht und Norden nicht mehr findet. Es gibt inzwischen auch schon Hersteller, die das erkannt haben und die damit werben, dass sie entmagnetisierte Federkerne für ihre Federkernmatratzen verwenden. Im Herstellungsprozess werden manche Dinge anders gemacht, die werden ganz besonders langsam abgekühlt und so weiter. Ich habe sie gemessen, sie sind deutlich besser, sie sind noch nicht ideal, aber sie sind deutlich besser. Natürlich gibt es heute auch noch ganz andere Dinge. Es gibt Boxspringbetten auf Holzbasis. Genau. Ich habe noch keinerlei Erfahrung damit und weiß auch nicht, wie gut sie orthopädisch sind, aber zumindest sind sie hinsichtlich der Magnetfeldverzerrungen dann wohl unauffällig, wenn sie metallfrei sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für metallische Bettgestelle oder auch für metallische Lattenroste oder metallische Elemente in Lattenrosten, für Boxspringbetten, wie gesagt. Und
das ist manchmal mehr und manchmal weniger auffällig. Es gibt also durchaus Federkernmatratzen, die kaum auffällig sind. Gerade bei Taschenfederkernmatratzen kommt das immer wieder mal vor, dass es kaum oder nur schwach auffällig ist. Ja. Trotz oder selbst nach unseren baubiologisch-umweltmedizinischen strikten Gesichtspunkten. Aber wenn man es ganz richtig machen möchte, dann verwendet man idealerweise ein metallfreies Bett, einen metallfreien Lattenrost und eine metallfreie Matratze. Latex, Kaltschaum, Kokos, was es da alles gibt. Und Bio. Und genau, schadstoffgeprüft bitte. Ja, denn wir haben natürlich in diesen Matratzen sehr, sehr häufig, wir haben Flammschutzmittel, wir haben Weichmacher da drin, wir haben teilweise Pestizide dort drin. Ja. Also wir müssen einfach wissen, dass auch dass eine solche Matratze eben auch eine Schadstoffquelle sein kann. Es gibt jetzt noch eine Sache, die ich zum Schluss noch zum Thema Schlafplatz mit dem Christian besprechen möchte. Gibt doch immer wieder Ärger zwischen Paaren, wo der eine sagt, ich will das Fenster offen haben und der andere sagt doch, um Gottes Willen, der Zug und es wird so kalt und überhaupt. Wie sieht's denn da aus? Und ja, erstmal, wie sieht's denn da aus? Unsere Häuser werden immer dichter, Energieeinsparverordnung und so weiter. Wir versuchen Energie zu sparen und holen uns damit als Nebenwirkung sozusagen natürlich immer mehr, ja, ich will nicht sagen Schadstoffe ins Haus, aber immer höhere Schadstoffkonzentrationen ins Haus, weil durch die Dichte unserer Gebäudehüllen es zu immer weniger Luftaustausch kommt und sich dementsprechend Schadstoffe bis zu weit höheren Konzentrationen anreichern. Ganz wichtig, so häufig wie möglich zu lüften. Natürlich nur, wenn man zu Hause ist. Wenn man nicht zu Hause ist, kann man natürlich nicht lüften. Ich habe irgendwann mal so einen Kommentar gesehen, kein Mensch ist so oft zu Hause, dass er dauernd lüften kann. Natürlich ist es irrelevant zu lüften, wenn ich nicht zu Hause bin. Aber wenn ich zu Hause bin, sollte ich, wenn es möglich ist, wenn ich daran denke, alle 2 Stunden mal die Fenster aufreißen, für 2, 3 Minuten, für 5 Minuten, bevor die Wände auskühlen, sodass wir eben nicht zu viel Energie verlieren. Dann haben wir die Schadstoffe rausgelüftet, wir haben frische Luft hereingelüftet und tun uns damit gut. Gut, aber in der Nacht schlafe ich ja in der Regel 8 Stunden durch. Was mache ich denn da? Stimmt. Viele Schadstoffe sind, also wenn es nicht extreme Quellen für solche Schadstoffe gibt, sind erst nach rund 6 bis 8 Stunden wieder so weit angereichert, dass wir dann von hohen Schadstoffkonzentrationen sprechen können. Also bitte mindestens vor dem Schlafengehen alles aufreißen. Am besten nicht nur im Schlafzimmer, sondern in der gesamten Wohnung. Alle Fenster auf, Querlüftung, dann haben wir frische Luft in der gesamten Wohnung. Und dann dauert es auch eine ganze Weile, bis sich die Schadstoffe wieder anreichern. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Schläfst du bei zu einem Fenster oder bei offenem Fenster? Im Sommer gerne bei offenem Fenster. Und das habe ich auch im Winter immer wieder mal gemacht, dass ich bei gekipptem Fenster schlafe. Man muss lediglich darauf achten, dass man die Wände nicht zu stark auskühlen lässt. Das heißt, man sollte tagsüber dann das Fenster schließen und auch heizen. Man sollte also tunlichst vermeiden, einen Raum völlig unbeheizt zu lassen und dem Trugschluss zu erliegen, dass man diesen unbeheizten Raum dann über die anderen geheizten Räume mitheizt. Bloß nicht, denn wir haben natürlich immer eine gewisse Feuchtigkeit, die entsteht durch unsere Atmung, durch unsere Aktivitäten, Kochen, Baden, Duschen. Und diese Feuchtigkeit, wenn die aus den beheizten Räumen, aus der Küche, aus dem Badezimmer, dann in dieses ungeheizte Schlafzimmer hineingeht, oh, ich weiß es. Dann kommt es zu Kondensationsfeuchte an den kältesten Punkten. Und was passiert dann? Dann kommt es eben zu oder kann es zu Schimmelwachstum kommen. Genau. Also ganz wichtig, lüften, lüften, lüften. Damit tun wir uns wirklich unglaublich viel Gutes. Und keine Räume im Winter völlig unbeheizt lassen. Auch ganz wichtig. Und natürlich auch nichts an Außenwände stellen, also keine großen Schrankwände direkt an Außenwände stellen. Bitte geht immer nicht, einen gewissen Abstand halten, 5 bis 10 Zentimeter, damit es dann dort eben so ein bisschen Luftzirkulation kommen kann und die Wände nicht ganz so stark auskühlen. Nicht zur Schimmelbildung so kommt. Meine Güte, das war so toll. Also haben wir jetzt ganz viel zum Thema Schlaf, Baubiologie gesagt. Und wenn ihr schlecht schlaft und wenn ihr denkt, oh, oh, so jemand wie der Christian wäre eigentlich richtig gut, wenn er mal bei mir wäre und würde einfach mal nachschauen, dann könnt ihr ihn gerne erreichen. Wir verlinken unter dem Video deine Daten, wie man dich erreichen kann. Du hast eine Website www.baubiologie-blank.de. Blank mit B und K. Genau, richtig. Also, aber wir verlinken alles.
Es wäre super schön, wenn ihr ja uns den Daumen nach oben gebt, weil euch dieses Thema gefallen hat und weil ihr ganz viel auch gelernt habt. Wenn ihr den Kanal natürlich abonniert, wenn ihr das Video teilt, weil mindestens 80% haben Schlafstörungen. Also von daher wäre es natürlich total toll, wenn einfach auch so eine Sensibilität dafür jetzt sich endlich mal breit machen würde, dass der Schlafplatz ein guter sein soll und nicht der letzte Abstellraum. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die unter dieses Video als Kommentar. Und ja, es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, lieber Christian. Ich fand es super toll, dass du heute hier warst. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Und euch wünsche ich einfach eine gute Zeit, einen richtig guten Schlaf, weil ihr habt schon ganz viele Ideen jetzt, was ihr machen könnt, damit ihr besser schlaft. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und bis dahin schlaft gut und bleibt natürlich gesund. Tschüss. Tschüss.